Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich habe hier so Papierordner und ich zeig's euch mal. Die sind von Ikea, solche Faltordner. Und die sehen ja noch ein bisschen langweilig aus und weiß. Und deswegen will ich euch jetzt zeigen, wie ich die heute verziere. Und zwar mit Washi-Tape. Dafür habe ich hier einige Rollen Washi-Tape, ein Cuttermesser und zwei Wäscheklammern. Ich habe hier drei Ordner, weil ich möchte das Ganze so machen, dass das halt ein Bild ergibt, ein Gesamtbild. Als erstes stelle ich die Ordner alle so genau nebeneinander, dass das hier vorne dann so eine Fläche ergibt. Und hier mache ich die mit den Wäscheklammern zusammen, damit die genauso bleiben. Man kann auch noch mehrere Wäscheklammern zum Beispiel hier noch hinmachen, damit das wirklich schön fest ist, dass die alle drei so nebeneinander sind. So, die sind jetzt schön fest zusammen. Und jetzt geht's los mit dem Washi-Tape. Das kann ich jetzt einfach quer, also das Ganze wie eine Fläche behandeln und hier einfach irgendwo quer drüber kleben. Und am Ende gleich werde ich dann mit einem Cuttermesser das hier so in der Mitte noch auseinanderschneiden. So, man kann das Ganze dann auch irgendwann mal umdrehen, damit man besser drankommt hier unten und dann so weitermachen. So, jetzt bin ich fast fertig. Ich finde das jetzt so sehr schön. Ich habe mich entschieden, einfach nur diese verschiedenen Streifen zu machen und hier unten und hier oben jeweils so eine kleine Ecke freizulassen. Hier, das sehe ich, der Streifen ist ein bisschen schief. Den mache ich nochmal gerade. Das ist ja das Praktische bei Washi-Tape. Das kann man ja einfach auch nochmal wieder abziehen. So, ich drehe das Ganze jetzt mal wieder um. So, jetzt werde ich noch mit dem Cuttermesser hier diese Löcher freischneiden. Dafür fahre ich hier einfach ganz vorsichtig am Rand entlang. Und das gleiche mache ich hier oben. Das auch einfach hier so an einer Seite dann aufschneiden, vorsichtig, und dann nach innen knicken. So, jetzt muss ich nur noch die Linien so auseinanderschneiden. Und dafür fange ich dann auch einfach oben an und gehe hier ganz vorsichtig an der Kante mit dem Cuttermesser entlang.
So, jetzt kann man die Wäscheklammern hier oben abmachen. Und hier an den Kanten drücke ich jetzt nochmal alles ein bisschen an. Die Ordner sind jetzt fertig und sehen wirklich viel schöner aus als vorher, finde ich. Und ja, so gehören sie. Man kann sie natürlich auch so als Spaß mal in eine bisschen andere Reihenfolge bringen. Sieht auch ganz interessant aus. Und ja, oder man macht es eben so, wie es gehört, genau in der richtigen Reihenfolge. Mir gefällt es so besser, wenn man es dann so ganz ordentlich macht. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr das vielleicht auch nachmacht. Ist ja wirklich ganz einfach, die Ordner gut zusammen machen und dann die Streifen drüber kleben und am Ende auseinanderschneiden. Wenn euch das gut gefällt, dann klickt doch auf den Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos. Wir haben jetzt schon wirklich sehr viele Videos mit Washi-Tape gemacht. Ich persönlich liebe ja auch Washi-Tape. Und ja, schaut bei unseren anderen Videos vorbei, abonniert unseren Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!